Ja, gut, damit leider herzlich willkommen zu einem kurzen Log oder einem kurzen Update-Video. Ein kurzes Statement, und zwar was hier in den letzten Tagen auf meinem Kanal abgegangen ist. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen 3 Abonnenten verloren. Das ist für einen großen YouTuber nichts Besonderes. Für mich ist es allerdings schon was Besonderes, denn ich habe nur 36 momentan. Fahrer war ich unterwegs und dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich gemerkt, dass ich schon wieder einen Abonnenten verloren habe. Ja, und da möchte ich jetzt einfach mal kurz Stellung dazu beziehen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten und in den letzten paar Wochen habe ich im Unverstand Sachen aufgenommen. Erst Sims 4, wirklich teilweise 8 Videos oder so pro Tag hochgeladen. An einem Tag waren es, glaube ich, 6 bis 7 Stück. Ich weiß nicht, ob es 8 waren. Auf jeden Fall, es waren im Unverstand Videos. Total viele hier in meinem PC übrigens. Ja, ich habe jetzt eine Facecam hier, die hier. Das ist eine Webcam von Logitech. Ist es kein Placement, nur mal so nebenher. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Also ich habe im Unverstand Let's Plays aufgenommen und Videos gemacht. Formel 1, das ist nicht so gut. Das ruckelt immer wieder und so. Wahrscheinlich geht mein Computer damit einfach überlastet, wenn so viele Programme geöffnet sind und so. Das ist einfach nicht so das, was ich eigentlich mir erwartet habe. Und ich merke einfach, dass ich noch nicht so sicher bin. Ich will jetzt nicht diese Let's Plays beenden, weil es macht mir Spaß. Allerdings werde ich sie vielleicht pausieren und vielleicht noch ein paar Folgen hochladen, aber ich habe nämlich noch ein paar auf Lager und die will ich eigentlich nach und nach schon noch hochladen. Allerdings werde ich nicht mehr so viele hochladen und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder ein bisschen meinen Kanal in den Griff bekomme, weil das habe ich gemerkt, dass ich bin nicht mehr zufrieden, ja? Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem. Ich habe gerade nur ein Selfie gemacht in dem her. Oh Gott. Nee, ich bin einfach nicht zufrieden mit dem, was ich so hochlade. Da drüben ist übrigens Philipp Lahm. Servus, Boy. Aber egal. Ich bin nicht immer so zufrieden mit dem, was ich hochlade. Und das muss jetzt wieder besser werden, ja? Ich bin noch ganz am Anfang einer vielleicht großen YouTube-Karriere, vielleicht auch nicht. Ich soll mir Spalt machen. Und so wie es momentan läuft, macht mir das keinen Spaß. Ich merke, dass ich so nicht wirklich, ich wechsle mal auf die andere Hand, ich merke, dass ich so nicht wirklich glücklich bin damit. Das heißt, ich wollte das vielleicht ein bisschen zurückstellen jetzt mit den Let's Plays und wollte gucken, dass ich das mache, mit was ich eigentlich angefangen habe, mit ein paar Vlogs. Das waren keine guten Vlogs, aber es hat für meine Begriffe erstmal gereicht. Ich nehme das gerade auch mit dem Handy auf, nicht mit der Kamera, die ich weggepackt gerade, weil ich die sowieso nicht so oft benutze. Und ich benutze jetzt mein Handy, weil ich meine Kamera hatte, ich habe ja vor so vielen Monaten jetzt schon ein Format angekündigt, das noch immer nicht fertig ist. Weil einfach, es gab verschiedene Dinge, es hat sich immer wieder verzögert. Der Ami studiert er jetzt, ist gerade im Prüfungsstress und so, da wünschen wir ihm natürlich alle das Beste. Und deshalb hat er überhaupt keine Zeit mehr, ja. Ich habe ihn jetzt auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist einfach nicht mehr zu Hause. Wenn er dann mal nach Hause kommt, er kommt auch nicht jedes Wochenende nach Hause. Wir wohnen nicht so nah beieinander. Das heißt, wir sehen uns dann sowieso generell nicht so oft. Und dadurch, dass er jetzt im Prüfungsstand ist, hören wir sowieso nicht so viel voneinander, weil er dann kaum Zeit hat. Wenn er dann mal zu Hause ist, dann will er natürlich Zeit mit seiner Familie verbringen. Ist klar. Und deshalb ist es dann natürlich schwierig. Ja. Da dann was zu machen. Wir sind schon im Kontakt, aber es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich arbeite 5 Tage die Woche und letztes Jahr, als ich das angekündigt habe mit diesem Grundformat, das war im Juli, glaube ich, oder im August, dann, das war direkt nachdem wir mit der Schule fertig waren, dann waren wir bei dem Urlaub jeweils, der Ami und ich, und dann bin ich zurückgekommen, dann bin ich kurz danach, ein paar Wochen später, ich habe einfach viel Urlaub gehabt und habe einfach erstmal entspannt. Dann habe ich mich noch um meine Fahrschule gekümmert und hatte einfach zu tun und wollte einfach erstmal ein bisschen ausspannen. Und dann war der Ami ewig weg im Urlaub und so. Dann haben wir schon angefangen, das aufzunehmen. Dann musste er aber anfangen zu studieren. Ich habe angefangen, meinen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Aber ja, 5 Tage die Woche und zwar ganztags. Das heißt, ich bin da auch nicht da. Und wenn ich am Wochenende mal zu Hause bin, dann ist er zurzeit ja eh nicht da, weil er studiert und Prüfungen hat. Und ich bin dann eh nicht. Und ich bin am Wochenende, habe ich auch zu tun. Das heißt, eigentlich kann ich das machen, aber irgendwie bin ich dann noch nicht dazu gekommen. Ich muss das jetzt mal machen, aber
Er muss da noch was dafür produzieren, er muss dafür noch was aufnehmen, und solange er das nicht macht, ja, solange er das da nicht dazu kommt, und solange er mir diese Videos, diese Teilvideos, die ich für dieses Format brauche, nicht zuschicken kann, weil er einfach keine Zeit dafür hat, ist es eben schwierig, da das überhaupt fertig zu bekommen. Und es hat mich einfach immer wieder verzögert. Wir haben das wohl schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, und ja, momentan will ich ihn auch nicht so stören, weil er eben in seinen Prüfungen sitzt. Und da will ich nicht stören, ja. Und wie schon gesagt, ich habe zu tun in der Arbeit, und auf der Arbeit kann ich sowieso nicht so viel vloggen. Ja, das heißt, ich wollte das einfach mal machen, das Video hier, weil ich merke, dass es momentan nicht so gut läuft, ja. Ich hoffe, ich kann trotzdem noch auf eure Unterstützung zählen. Ich hoffe, dass ich da nicht komplett. Dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft, weil ich will das machen. Das macht mir Spaß, ja. Aber so wie es momentan läuft, macht mir keinen Spaß mehr. Diese Let's Plays, die ich mache, die sind auch nicht wirklich gut. Das heißt, ich muss da erstmal ein bisschen Struktur reinbringen. Und das heißt, ich werde jetzt gucken, dass ich das mit den Let's Plays ein bisschen zurückschraube und wieder mehr mich auf Vlogs konzentriere und mich vor allem darauf konzentriere, dass ich dieses Format mal fertig bekomme, ja. Es ist jetzt ein kleineres. Talk-Video, ein kleiner One-Taker, und da will ich jetzt einfach mal drüber reden. Ich will dieses Format wieder fertig kriegen, ich will wieder mehr Vlogs machen. In der Arbeit kann ich das nicht machen, weil in der Arbeit muss ich arbeiten. Da komme ich nicht dazu, irgendwie was aufzunehmen, und das kann ich nicht machen, ja. Das seltenst, das, da komme ich seltenst dazu, und dem so viel Interessantes gibt es nicht zu erzählen bei meiner Arbeit. Bei mir läuft jeder Tag ungefähr gleich ab. Ich muss aufstehen morgens, ich muss dann, ich frühstücke, ich gehe zur Arbeit, dann habe ich irgendwann Mittagspause, dann arbeite ich nachmittags noch, und dann abends komme ich wieder nach Hause. Dann bin ich manchmal auch ein bisschen schlecht drauf, ob das was im Geschäft war oder in der Arbeit war oder nicht, aber dann will ich einfach meine Ruhe haben, auch ein bisschen. Dann nehme ich noch ein bisschen das Place auf momentan, ja, die jetzt nicht so toll sind. Und dann gehe ich ins Bett. Und das ist dann eben so mein Tagesablauf. Und dann am Wochenende schlafe ich dann natürlich aus und so. Ja, ist klar. Und dann ist das Wochenende schon fast wieder vorbei. Schon wieder vorbei, bevor es überhaupt wirklich begonnen hat. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen faul mit den Vlogs. Ich will da mehr machen. Ich mag, dass ich gerade nicht so viel mache, wie ich eigentlich machen wollte. Am Anfang des Jahres habe ich schon ein Video rausgehauen, wo ich gesagt habe, meine Ziele sind 100 Abonnenten in diesem Jahr erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen werde, ja. Das ist ehrlich gesagt ziemlich unlogisch momentan. Ich will wieder mehr Abonnenten bekommen. Ich will die Abonnenten zurückholen, die ich verloren habe, und ich will neue Abonnenten dazu gewinnen, ist klar. Jetzt habe ich ein neues Ziel, vielleicht 50 bis 60 Abonnenten dieses Jahr zu holen, weil. Bleiben wir optimistisch, mehr wird es wahrscheinlich nicht. Ich werde versuchen, ich bin ja auch auf Seminaren mit meinem Bundesfreiwilligendienst, den ich ja gerade absolviere. Ich wollte versuchen, da hin und wieder was aufzunehmen und vielleicht da einfach mal zu vloggen mit meinem Handy, mit meiner Kamera wahrscheinlich eher nicht. Ob ich die mitnehme, weiß ich nicht. Ja, das Problem ist, da ist auch gerade das Mikrofon ein bisschen schlecht und so, und ich komme da eh nicht dazu, weil wir bei den Seminaren so viel zu tun haben und so. Oder da haben wir einfach anderes zu tun, und dann abends sitzen wir halt zusammen, und dann will ich halt nicht meine Kamera auspacken, weil die anderen vielleicht auch nicht aufgenommen werden wollen. Das ist dann so das Problem. Und da, die meiste Zeit hänge ich dann mit den Leuten zusammen, und dann will ich halt mit denen Sachen machen, und dann komme ich dann nicht so oft dazu, um die was aufzunehmen. Von dem her muss ich da gucken, wie ich das hinkriege. Aber ich will mehr Vlogs machen. Irgendjemand hat geschrieben, ich soll mal mehr über aktuelle Themen reden, politische Themen und so, das wollte ich versuchen. Zum Beispiel über die jetzt anstehende Einigung zur GroKo und so, der Großen Koalition in Berlin. Ob mir das gefällt oder nicht, das kann ich machen. Dann gerade sind Olympische Spiele in Pyeongchang in Südkorea, da könnte ich was dazu machen. Deutschland hat ja schon 3 Goldmedaillen gewonnen, ja, was ja ziemlich cool ist, und dann noch Bronzemedaille, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Man kriegt das ja auch nicht so mit, weil ja das mit der Zeitverschiebung ein ziemliches Problem ist. Das ist ja komplett. Ja. Ich mach mal das Licht aus. Ja, das ist ein komplettes Problem. Ja, Leute, ich will auf jeden Fall, das ist doch mein Ziel, ich will wieder mehr machen.
Ich werde versuchen, jetzt erstmal das mit den Let's Plays ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, weil ich merke, dass das mich gerade nicht so erfüllt. Das ist nicht so meins. Das ist nicht das, was mich gerade so erfüllt. Da muss ich einfach mir eingestehen, das wird jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so mein großer Erfolg. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich dieses Format endlich mal fertig kriege und euch das mal hochladen kann. Und ich hoffe, dass das dann ein Erfolg wird, weil das wäre auf jeden Fall geil. Und dann eben, ja, dieses Format auf meinem Kanal zu etablieren als festes Format und dann da mehrere Folgen aufzunehmen, weil das, ich hoffe auch, dass es euch gefallen wird, weil das plane ich schon seit langem und ich will das auch endlich machen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, ich kann euch in Zukunft unterhalten, besser als ich es momentan tue. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.